Guten Morgen zusammen. So, gerade aufgestanden. Wir machen jetzt uns erstmal Frühstück. Wetter sieht so, naja, so bedeckt aus, aber es regnet wenigstens nicht. Also alles soweit ganz gut. Und dann werden wir nach dem Frühstück nochmal gleich hier ja, duschen, fertig machen. Und dann geht es für uns weiter. Haben wir das jetzt schon verraten, wo es jetzt hingeht? Jetzt wissen wir es ja. Wissen wir es wirklich? Naja, zumindest Richtung Schweiz. Das steht fest. Da hat die Uhr auch noch was zu melden. Da ist ja auch gut. Genau. Ja, genau. Und von daher auch allen erstmal einen schönen Feiertag, auch wenn wir den irgendwie ja, von unserem Chef abgezogen kriegen als Urlaub. Aber naja. Was komisch. Was ist denn das für ein Feiertag? Weil das Video kommt ganz, ganz spät erst. Da sind, es ist nicht Weihnachten, falls euch das Nein, vorstellt. Nein, es ist Allerheiligen. Genau. Also hier im Süden von Deutschland und natürlich auch der Schweiz und Österreich, Italien. Österreich, Italien glaube ich auch, genau. Frankreich könnte auch haben, weil dann ja, neben wir haben gerade einen Franzosen neben uns, der ist noch irgendwann in der Nacht hier aufgetaucht. Ja, mit hellen Scheinwerfern wollte ich gerade sagen, nee, mit Fernlicht. Hat hier erstmal schön reingeleuchtet. Naja. Ich habe davon gar nichts mitbekommen und ich habe auf der Seite geschlafen. Ja, ne, du hast, glaube ich, in Richtung des, der Richtung, wo er nicht geleuchtet hat, geschlafen. Da hast du nicht viel mitgekriegt. Tja. Naja, gut, wir werden jetzt erstmal frühstücken. Von daher, guten Hunger. So, meine Güte, ist das aber heute spät. Gleich um 11 schon. Ja. Aber dafür sind wir geduscht, haben Zähne geputzt, haben sehr lange gefrühstückt. Dazu muss man sagen, wir haben auch noch Filmmusik angeschaut. Angehört, ja. Ich habe auch ein bisschen YouTube geschaut, also das ist, gehört dazu. Ja, wir wollen jetzt in die Schweiz. Ja, genau. Eigentlich erstmal in Richtung Bregenz, weil wir gucken wollen, also Österreich. Schauen wegen ja, tanken, genau. Und dann geht es weiter Richtung Schweiz. Wir werden keine Autobahn fahren. Das haben wir beim letzten Mal auch nicht gemacht. Genau, da haben wir das auch schon so gemacht, dass wir gesagt haben, ach Mist, Autobahnen vermeiden. Dann brauchen wir auch keine 40 Euro für die Maut bezahlen. Ja, das ist irgendwie hier auch nur fürs Durchfahren, sage ich mal, auch Quatsch. Nee, das machen wir nicht. Genau, und von daher ja. Schauen wir jetzt mal. Knapp 180 Kilometer haben wir vor uns. Für 4 Stunden. Natürlich dauert das länger. Klingt ein bisschen nach Norwegen. Ja. Aber dafür spart man sich halt auch die Maut und man sieht was von der Landschaft, das darf man halt auch nicht vergessen. Und die Frage ist, kommen wir da überhaupt an? Aktuell sollen wir um 15 Uhr ankommen. Ich bezweifle es, weil wenn wir richtig geile Spots in der Schweiz finden, dann werden wir jetzt nicht direkt dahin fahren, wo wir hinfahren wollen. Wo wollen wir eigentlich hinfahren? St. Moritz. Genau, wir fahren hier zur High Society. Naja, das, also so rundum, wir wollten halt mal gucken. Wir wollen den Schnee. Ob es vielleicht ein bisschen Schnee gibt. Eigentlich wollen wir nur in den Schnee und mehr wollen wir gar nicht und aber wie gesagt, wir haben das letzte Mal tolle Spots gesehen und wenn uns die gefallen und man kann da übernachten, also sich ausruhen, ja, dann werden wir auch da bleiben. Wir haben keinen Stress und müssen da unbedingt hin. Nein. Ne, weil wir haben gerade mal Freitag. Ja. Und frei. Das auch ist richtig. Auch wenn es hier, also hier ein Feiertag ist, aber bei uns nicht. Bei uns nicht. Aber die da oben dürfen arbeiten und wir sind extra in den Süden gefahren, ja. Weil wir nicht arbeiten wollten. Deshalb fahren genau, wir nutzen den Feiertag jetzt. Genau. Ja. Von daher... Bis später. Bis zu den nächsten tollen Spots. Sind in Österreich angekommen. Und zwar in Bregenz. Sind echt viele Kilometer gefahren. Uiuiui. Ja. Sehr lang. Weiß gar nicht. Nicht mal 10 Kilometer, oder? Oder ein bisschen mehr als 10 Kilometer? Ich weiß es gar nicht. Stand nicht 180 oder sowas? Ja, dann sind wir tatsächlich mehr, fast 10, sagen wir mal, roundabout 10 Kilometer sowas, 10, 12, sind wir ja. Gefahren. Ja, wir tanken jetzt hier. Es ist günstiger als in Lindau, aber nicht günstiger als bei uns oben in Norddeutschland. Definitiv nicht. 1,23 ist sehr jetzt, teuer. Ist jetzt also. Aber es ist günstiger als in der Schweiz. Ja. Weil da wären wir bei 1,50 oder so. Vermute ich auch. Also machen wir jetzt nochmal auf jeden Fall voll. Einzige Ausnahme Italien. Das könnte wieder günstiger sein. Das war es mal. Zumindest
in dieses Jahr, was so die Camper aus der Schweiz immer so erzählt haben. Wenn die in Italien, da war es eigentlich, da war es sogar relativ günstig. Günstiger als die Schweiz, geht schnell. Es war auch günstig gegenüber, weil die teilweise sogar unter einen Euro waren. Das kann sein. Ja, wir tanken natürlich jetzt hier voll. Und dann sind wir mal gespannt, wo die Reise, wo die Reise hingeht, wissen wir eigentlich, aber wie die Reise so abläuft. Das ist, glaube ich, das Spannende daran. Also wenn du noch so einen vor dir hast, wie den eben, den Bekloppten Opa, der nicht weiß, wo er hin wollte, dann, ja, dann macht das Spaß. Ja, das ist dann schon schwierig, ne? Also man sollte schon wissen, wo es lang geht, aber naja. So, voll, das ging aber hier schnell. Ja, ist das super. Und, was zahlen wir? 76. Hui, naja, wir wissen ja, wofür was es ist. Ja, dann warten wir mal ab, bis Stefan wieder zurück ist und dann geht es weiter. Und damit ein wunderschönen Hallöchen, Popöchen, nee, Popöchen nicht, aber Hallöchen aus der Schweiz. Ja, aus der Schweizelle. Genau, wir sind in Graubünden. Ja, da waren wir richtig, da sind wir, glaube ich, richtig durchgefahren. Genau. Und wir sind durch Chur durchgefahren, die einzigste große Stadt. Und das hat uns jetzt auch mal ausgereicht. Mehr Städte brauchen wir auch erstmal nicht. Nee, das war schon anstrengend, aber gut. Aber wunderschön hier. Ja. Und wir werden gleich mal die Kamera ändern, also dass die andere Seite seht, damit wir einfach mal so einen Schwenk machen können, das, was wir hier sehen. So machen wir das mal. So, das ist unsere Aussicht gerade. Wir können das ja mal ranholen. Genau. Die Berge da hinten. Einen Berg seht ihr gerade nicht, weil der ist hinter dem Baum. Der, ja, ist schneebedeckt, aber da machen wir Fotos von und blenden. Obwohl, vielleicht habt ihr das sogar schon gesehen. Weiß es gar nicht. Meinst du? Ja, mal gucken. Ja. So, wir werden jetzt, indem ihr das hier seht, wir werden gleich zu unserem Auto gehen und werden lecker Apfelpfannkuchen essen. Genau. Und ja, aber vorher machen wir noch ein paar Fotos und in der Zeit, wo wir den Apfelpfannkuchen essen oder hingehen zum Auto, werdet ihr noch etwas anderes, glaube ich, Schönes sehen. Schauen wir mal. Thank you.
So, Mann, war das lecker. Das ist schon wieder Licht an. Das ist schon wieder Licht an. Wenn der Licht angemacht. Jedes Mal macht der dicke Mann hier Licht an. Ja, du. Ich? Ja. Nein, das kann nicht sein. Ja, lecker Eierpfannkuchen gehabt. Und ja, wir probieren unsere neuen Erfindungen aus. Also eigentlich ist gekauft für meine Arbeit, weil ich doch geschäftlich etwas mehr unterwegs bin und dann macht das Sinn, dass man meinen heißen Kaffee oder genau, heißen Tee mitnehmen kann. 6 Stunden sollen die halten. Mhm. Ja, da haben wir jetzt Tee drin. Ich konnte einen Schluck trinken, der ist noch so heiß. Wahrscheinlich werde ich heute Nacht immer noch warmen Tee trinken können. Naja. Naja. Wir fahren jetzt zur Principala. Voa Principala. Irgendwo in der Nähe von St. Moritz. Und ja, da wollen wir heute uns versuchen, einen Schlafplatz zu finden. Mal gucken, ob das was wird. Das schauen wir mal. Und für euch, wir sind gerade auf 1550 Metern. Also wir wollen noch höher. Wir wollen noch höher, theoretisch auf 2,3. Und das wäre das Höchste, wo wir dann gepennt hätten. Ja. Ja, ja. Das mal nebenbei. Und da muss man natürlich nur noch mal gucken, dass wir nicht morgen eingeschneit sind. Jo, das wäre was, ne? Dann heißt es Schneeschippen. Ja. Eine Schippe haben wir ja Gott sei Dank bei. Die kann er benutzen. Und ich feuer dich an. Ja, Stefan. Ja, ja, von wegen. Ja, sicher. Wir wechseln uns ab, dann bist du wieder dran. Ich muss ja das Auto fahren. Genau. Ein Schäufelchen du, ein Schäufelchen ich. Ich sehe das kommen. Wir werden nie wegkommen. Wir kommen dann nicht weg. Wir warten dann. Also, liebe Firma, falls ihr euch wundert, wo wir sind, wir haben es in dem Video erklärt. Genau. Wir sind dann mal weg. Alles klar. So, wir wollen dann mal weiter, ne? Bis dahin. Bis gleich. Mich hören auf jeden Fall. Wir stehen hier an irgendeinem Viadukt, weil wir haben uns ganz kurzfristig entschieden, über den Albula-Pass zu fahren. Wir blenden es auf jeden Fall mal ein. Und bis jetzt bereuen wir es auf keinen Fall. Und ja, toller Fluss hier. Und ein tolles Viadukt. Und davon gibt es noch eins und das zeigen wir euch gleich. Ich laufe einfach mal hier in die Richtung und nehme euch einfach mal mit auf dieser wunderbaren Weg. Und schon bin ich, glaube ich, besser zu hören, weil es nicht mehr so laut ist. Und tja, dann wird Zeit, mich zu drehen und da mein schönes Eisenbahnviadukt und da hinten, also das ist hier echt schön, also Daumen hoch. Also wir verfolgen ja immer Travel Camping Living mit Kai Zottel, Friedrich und Co-Pilot und wir sind immer in der Schweiz unterwegs und wir beneiden das. Heute nicht, denn heute erleben wir es selber und das ist echt wunderschön hier und lustigerweise sind hier sogar zwei Bahn Dings, also einmal hier
und einmal da oben. Wenn natürlich jetzt eine Bahn gekommen wäre, wäre das schön, aber naja, man kann nicht alles haben, ne? Ja, wir werden weiter und mal gucken, wie viele Stops wir noch machen, weil das ist schon schön hier. Schneit. Yippie! Wir sind irgendwo 2000 irgendwas Meter und ich hoffe, wir sind noch zu hören. Ja, vielleicht halten wir es mal so hin. Genau. In der Hoffnung, dass es ein bisschen besser ist. Und das Problem ist mit dieser Kapuze, die ist so groß, dass ich bin wieder weg. Aber es schützt. Ja, 2000 irgendwas Meter, 2200 glaube ich, sind wir hier. Wir sind ja auf den Abula. Abula Pass, ja. Ja, wir haben einen schönen Schlafplatz gefunden, den werden wir euch einblenden, den haben wir bei Park for Night gefunden. Auf die Hoffnung, dass heute mal keiner dazu kommt. Ja. Wobei, kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, 1. November, wir haben unseren ersten Schnee. Na wunderbar, pünktlich zum 1. November. Genau. Nicht Dezember, sondern November, aber ist auch schön. Das Schöne ist, ich habe einen Weihnachtsmann im Auto, ich kann noch einen Weihnachtsmann sogar essen. Ach, guck an. Ja. Ja, und morgen wollen wir mal gucken, was wir dann, ob wir dann eingeschneit sind hier oder nicht. Ich hoffe nicht. Ja. Aber ich glaube nicht. Das soll ja morgen wieder ein bisschen wärmer werden. Ja. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, den Pass zu fahren. Das muss ich sagen. Oder? Ja, definitiv. Und ja, jetzt verbringen wir die erste Nacht mal in der Schweiz. Also in der Schweiz auf dem Pass, sagen wir mal so. Korrekt. So, das Essen ist fertig. Es gibt's lecker. Schweinemedaillons, ja, mit Blumenkohl und Soße und Nudeln, falls ich das jetzt nicht gesagt habe. Und wir sind auf 2283 Meter. So hoch haben wir noch nie Abend gegessen. So hoch haben wir dann auch noch nie uns ausgeruht. Und so hoch haben wir auch noch nie Geschäfte gemacht. Internet haben wir hier nicht. Nee. Also du schon? Also ein bisschen. Ich bin total internetlos. Krise, sage ich euch. Aber naja, ich möchte ja auch was essen. Und Wein gibt's auch noch. Ja, so hoch haben wir auch noch nie Wein getrunken. Okay. Wir haben so viel noch nicht so hoch gemacht. Und wir sind gespannt, wie ruhig es wird. Und ja, jetzt werden wir erstmal in Ruhe essen. Wie gesagt, guckt es euch nochmal an. Und mit Soße und allem schon drauf. In diesem Sinne, guten Hunger. Guten Hunger. Thank you.
So, der Abwasch ist, was macht denn der Mann hier? Hallo. Hallo. Rückgängig. Hüt, hüt, hüt. Unfassbar. Entschuldigung. Also. Wollte schon wegpacken. Damit ihr mal seht, was wir alles so an einem Tag brauchen. Meine Güte. Okay, ein Weinglas müsst ihr euch jetzt wegdenken, weil das hat Stefan gestern noch gebraucht. Aber das ist das ganze Geschirr. Ein einziger Tag. Huiuiuiuiui. Ja, ihr Lieben, so wie ihr gesehen habt, abgewaschen haben wir schon. War eine ganze Menge. Wir waren noch mal ganz kurz draußen. Alter Falter, ist das kalt. Und ein Schnee oder ein Schneetreiben, naja, so ein Graupel, sagen wir es mal so. Vielleicht wird es ja über die Nacht noch, dass wir es morgen früh hier alles weiß haben. Wir schauen mal, wir werden es euch auf jeden Fall zeigen. Wir werden jetzt uns noch einen schönen Abend machen, das heißt, wir werden uns noch einen Film anschauen, wie gestern. Gestern haben wir den auch zu Ende geguckt, also denke mal, vielleicht wird es heute auch so, mal schauen. Und dann heißt das schlafen gehen und ja, morgen wieder in aller Ruhe, aller Frische aufstehen. Was wir jetzt allerdings noch machen werden, ist die Heizung an. Denn die ist gerade dadurch, dass ich die Zündung an hatte, nochmal ausgegangen. Ja, von daher eine gute Nacht. Heute so viel Abwasch, zwei Pötte voll machen. Zweimal Heizwasser. Also erstmal einmal. Oder willst du gleich beides voll machen? Ich mach doch beide gerade voll. Ja, Mensch, heiß machen, Mensch. Ja, klar. Also beide gleich heiß. Ja. Und sind die heiß, können wir gleich weitermachen. Ja, muss ich mal gucken, wie ich hier Platz finde und ob das Trockentuch überhaupt so lange ausreicht. Doch, 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 doch. Ja, ja. Das sagst du in deinem jugendlichen Leichtsinn. Joa. Joa, passt schon. So. Das passt schon. Was hast du gemacht? Reingeguckt ins Licht. Guck doch nicht ins Licht. Nee, man soll ja nicht ins Licht gucken. Genau. Unfassbar. Tja. Ja. Das heißt das Warten. Und einen Tee trinken. Abwarten und Tee trinken. Das ist es. Oh, es kommt wieder ein Auto. Ah, und immer noch so warm. Ach ja. Zorro, los, kommt rein hier. Wo rein? War das hier nicht an dieses, ist kein rotes Tor, dann nicht, dass dann irgendeiner, so ein Stier, gibt's ja ein paar Stiere, ne? Dass die so durch den Fernseher, und dann voll rein, ne? Volle Kanne hier. Aber es ist ja Gott sei Dank... Wir wollen nicht dafür verantwortlich sein, dass irgendwelche Leute ihre Monitore, Fernseher, Handys, iPads, was auch immer, mit was auch immer geguckt wird, zerstören. Ne? Das genau, ist ein bisschen doof. Deshalb also, ein grünes Tuch, kein rotes. Ja. Ich überlege gerade, meine Schwiegermama ist glaube ich ein Stier, oder? Ja. Naja, nicht, dass sie das macht. Nee, nee.
ist clever genug. Ne, meine Mama macht sowas nicht. Die ist clever genug, dass sie, wenn sie aber tot ist, sie dann nicht dagegen rennt. Genau. Das ist gut. Genau. Ach ja, das dauert hier. Ja, ein Momentchen dauert das. Deswegen setze ich ja auch beide gleichzeitig auf. Wir haben ja zwei Flammen, also von daher wird es auch schneller. Ja, die Flammen sind da unten. Ja, die sieht man jetzt nicht. Ach, ich sehe gerade, ich habe das gar nicht mehr weggepackt. Das war ja... Der ist ja dusselig. Nee, das war deswegen, weil du aufgefüllt hast. Du hast mir das entwendet. Ich... Oh. Mon Dieu. Mon Dieu. Ja, ja. Ja, oder ja. Montserrat Cabaret oder wie die Frau auch, hieß. Was auch immer. Ja, ja. Dann lege ich mich jetzt wieder hin hier. Mach das mal. Ich guck mal, ob es draußen noch was zu gucken gibt. Nein, das ist alles so dunkel da draußen. Also vielleicht so ganz bisschen kann man noch die Umrisse von den Bergen erkennen. Naja, nachts ist dunkler als draußen. Als drin. Oder draußen ist dunkler als draußen? Drin? Keine Ahnung. Irgendwie gibt es so ein... Aktuell ist es draußen dunkler als hier drinnen, weil hier drinnen ganz viel Licht an ist. Ja. Da ist so richtig und Licht. Da und da und da. Eine Lampe ist uns ja hier ausgefallen. Kann man so mit so einer irgendwie ein bisschen Notbetrieb so ein bisschen flackern lassen? Oder nee, ach nee, geht jetzt gar nicht mehr. Naja, jetzt ist sie ganz aus. Aber die hat doch nie funktioniert. Das hast du schlecht gebaut da. Nein, das ist Billig-China-Scheiß. Billig-China-Scheiß? Ja, das muss ich zugeben. Das sind so eine LED-Stripes aus China. Tja. Die hatte schon von Anfang an Wackelkontakt, hab sie aber nicht geprüft. Also. Ja, hätten wir sie müssen wir also wieder was Schwedisches kaufen. Ja, das sind welche aus Schweden. Das da genauso. Obwohl aus Schweden weiß ich nicht, ob sie daher kommen, aber. Wahrscheinlich aus China. Wahrscheinlich, aber es ist zumindest über Schweden transportiert worden. Bessere Qualität auf jeden Fall. Ja, ich habe mir das ja auch schon gedacht, das war da eine. Ich habe die ja auch gelötet, vielleicht löten wir uns da auch noch eine. Ja, wir haben uns einen gelötet heute. Das 11. Gebot, du sollst nicht löten. Ach so, oh. In der Elektrotechnik muss man aber manchmal löten. Und ich löte da schon ab und zu mal. Und du hast auch heute schon Rotwein gelötet. Ich habe mir eingelötet. Ja, unfassbar. Ja, ja. Soll ja nicht langweilig werden. So. Auf jeden Fall hast du viel zu schneiden. So. An den verdammt, das schneide ich ja, ne? Das schneidest du. Verdammt. Ja, das ist ja doof, wa? Ich hätte die Aufnahme nicht starten sollen. Naja. Ich beende jetzt die Aufnahme, damit ich nicht mehr so viel zum Schneiden habe. Das ist besser. Ehrlich.